Was geht ab? Herzlich willkommen zum Codenames! Falls ihr das Game nicht kennt, Freunde, im Grunde muss der Teamchef den anderen Teammates ein Wort oder mehrere Wörter erklären und zusammenfassen in einem neu gebildeten Wort. Und die anderen müssen dann erraten, was es ist. Das erklärt sich von selber, wartet ab. Wenn euch das Ganze gefällt, Freunde, lasst einen Daumen nach oben da, dann machen wir mehr davon. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay, ich bin sehr pumped. Basti, wir holen das. Digga, ich bin ihr beide, Dream Team. Zwei gegen drei. Ich bin in deinem Kopf drin. Ladies and Gentlemen, das holen wir. Bro, mein Team, wichtiger macht's. Nicht zu früh anklicken, das ist immer die wichtigste Sache. Digga, wenn ich platze und Millionär hätte, Digga. Ja, Wagen. Digga, wenn ich mich auf Baller, würde ich Streamer 2 nehmen, Digga. Aber Wagen, das war echt. Streamer 2, Bro. Digga, oder Amar. Amar 2 finde ich stark. Kevin 2, wo steht dumm? Classic. Millionär der Pisser. Ja, das ist direkt Millionär am Platter. Ganz kurz nochmal gucken. Okay, was nehme ich? Fahne und Kompass könnte man kombinieren. Fahne, Kompass, Pazifik. Schifffahrt 3. Piraten 4. Ich probiere es mal. Wir gehen auf Crazy Piraten 4. I believe, Chat. Basti muss das holen jetzt. Digga, 4! Come on! Aber ich lieb. Come on! Okay, Piraten. Okay, krass. Ja, nee, ich sehe schon welche. Digga, krank. Meine ersten Gedanken. Einzige, was weiblich hier steht, ist die Dame. Stark! Wir haben. Stark. Für mich einen Fahnenmast auf stark, dem Schiff. Stark. Wir fahren auf den Pazifik und fahren auf den Kompass. Das verbinde ich jetzt erstmal. Du bist der Beste, Junge! Stark. Boom. Easy. Er wird so abjuicen gleich, wenn er alle hat. Nice, Digga. Let's go. Ja, komm, dann Fahnenmast. Ja, Digga, ist doch gut. Fahnenmast oder Kompass. Ich nehme erstmal die Fahne. Und dann ich nehme den Kompass, Kevin. Come on, wir beide. Digga, du bist der Beste, Mann! Übergut. Digga! Sehr, sehr insane, Kevin. Okay, was kann ich machen? Hawaii, Eis, Elfenbein. Elfenbein, Elefant. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwie so Mammut wegen Eiszeit. Ah, das ist ein bisschen random. Eiszeit, Elfenbein. Ja, Orte 2? Orte 2? Ist Orte 2 safe? Ich gehe für Orte 3. Ich hoffe, er checkt's. Alright, also. Orte, Kevin. Du hast ja gerade, weil du ja sehr aufmerksam bist, auf jeden Fall mitgehört, dass Konstanz eine Stadt ist. Ja, weiß Hawaii du vorher ist ein Ort. Ja, und Elfenbeinküste. Ein weiterer Ort. Nein, nicht der Po, nicht der Po, nicht, sag nicht Po. Der dritte Ort. Sag nicht den Po, Bro. Also, wenn du, finde ich, Po nehmen würdest, dann hättest du Geografie genommen. Ja, das war das, was ich hören wollte. Stark. Also, ich nehme als allererstes erstmal Hawaii. Strong. Konstanz, das ist 100%. Strong. Und jetzt mach, Bruder, mach Konstanz bin ich mir eigentlich auch relativ sicher. Ja, ja, ist no-brainer. Hoffe aber, dass du das weißt. Also es kann auf jeden Fall ja, Konstanz. Mann, ich weiß, es ist eine Stadt. Das, ne, Konstanz, aber es ist halt auch eine Stadt. Loge ist ein Ort, finde ich. Ja, aber nicht Papier so, wie ich Papier mein. Nicht. Wurf, nein. Luft, nein. Elfenbein, nein. Gott, kein Digga, Ort. Digga, die Küste, Mann. Reif, kein Ort. Ninja, kein Ort. Ja, Eis, kein Ort. Ja, Strom, ja, kein Ort. Verkleidung, kein Ort. Aber solange er Loge also nimmt, ist egal. Loge ist von keinem. Orte, die einzigen beiden für mich gerade noch Orte sind Konstanz und Loge. Ich habe ein bisschen Angst, dass du Konstanz nicht hast. Deswegen nehme ich erstmal die Loge. Nein, du Pfosten, Alter. Der Ort ist nicht so hart. Oh mein Gott. Geografisch Bro, ist nicht nein. Okay. Dann mache ich ihm jetzt irgendwas mit Eis und Elfenbein und er kommt auf Konstanz, right? Wie komme ich jetzt auf Elfenbein und Eis? Digga, Gegenteil 2. Nee, da kommt er nicht drauf. Ich dachte halt an Mammuts, weil ich glaube, Mammuts sind die Vorfahren von Elefanten. Aber ich weiß nicht, ob Mammuts Elfenbein hatten und ob Basti darauf kommt. Ja, Mammut 2, okay, Digga. Okay, Himmel, vielleicht Fahrt, irgendwas mit Fahrt, Reifen. Reif ist nicht verkehrt. Warum denn Himmel oder, Fahrt? Oder er macht ja, einfach die 3, dass wir 2 Sachen noch raten könnten. Nee, warum Fahrt? Warum Fahrt? Muss ja irgendwas. Dann Reifen, du hast recht. Ja, genau. Das war okay. Super smart. So, ja, ich gehe für Mammut 2, Digga. Wie viel haben die noch? 3? Für Casino und ich sag. Okay, aber sag, welches Wort würdest du gerne nehmen? Für Casino. Po. Schnell wie Verkleidung. Klick drauf. Okay, come on. Come on. Believe, Chat. Believe. Es passt voll. Come on. Basti, bitte lass mich. Kevin, I'm sorry. Ich weiß nicht, was du da. Ich hoffe, vielleicht war es wirklich eher. Come on. Mammut 2, Digga. Mammut fucking 2, Bro. Mammut auf jeden Fall Elfenbein zu 100% und Eis. Let's fucking go. Und Eis checkt er auch. Elfenbein. Elfenbein und Eis. 1000%. Elfenbein muss du auf jeden Fall. Du bist ein fucking Boss. Und jetzt noch und Mammut Alter, aus der Eiszeit. Also, das, also Kunde, nein, Po, nein, Papier, Wurf, Ninja, Strom, Bann, nee, ist Eis. Und jetzt noch Konstanz. Klick noch. Sauber, sauber, denk sauber. An Konstanz. Nein, Bro, denk doch an Konstanz. Du bist beendet? Du dumm. Oh, wieso? Mein Gott. Also, weil du hättest jetzt noch Eis machen nicht. Können, ne? Ach, ja, aber wäre das jetzt, also hätte Kevin darauf jetzt abgezielt, dass ich jetzt nochmal. Nee, ach nein, aber.
Also weil wir noch immer 3 erraten müssen, deswegen ist es, glaube ich, scheißegal. Wenn wir jetzt verlieren, Schulden passen wir 5 Subs. Weil, weißt du, was mein Guess war? Bei Orte, Elfenbeinküste. Weil ich aber halt auch ein Loser bin. Das war genau mein Take, Bro. Da bin ich auch ein Loser, oder wie? Ey, bitte, jetzt dürfen, wenn die jetzt 3 Dinger machen, kann man Strudelpapier und Kugel vereinen? Ja, 2 Minuten. Ich würde machen einen Milchshake-Strohhalm. Schreibwarengeschäft. Papier, Band, haben wir 2-mal. Dann müssen wir nur noch das Richtige wissen. Kunde. Ah, nee, Kunde, Chef. Kunde, du hast recht. Papierkunde, perfekt. Schade. Nein, doch nicht Band! Nein, doch nicht Band gemacht. Klicken! Nein. Das hätte zu sehr dazu gepasst. Oh nein, oh. Po, okay, Kevin, gehen auf Sense statt 1. Ich bin gespannt. Ladies and Gentlemen! Strom vielleicht. Der fucking Big W geht an Team Papa Plato und Basti GAG. Das war klar. Kevin hat gut aufgefallen. Ja, ja. Auf geht's. Was wäre das letzte Strudel? Ey, Basti, du hättest es einfach direkt anklicken können, weil hätten wir letzte Runde Strudel geworden. Du hast so gut gemacht. Ja, so stimmt, weil ich war mir halt unsicher, ob du das, ja, Bro, meinst wenn du wirklich Elfenbeinküste vorher davor? Ja. Elfenbeinküste, okay. Konstanz und Hawaii war's. Rematch! Noch eins! Basti, wir wollen jetzt ein Back-to-Back. Okay, Basti hat Verletzung 2. Okay, wir fangen langsam mal mit 2. Okay, ich sehe auf jeden Fall Gips. Gips sehe ich hier. Vielleicht Becken, weil man sich an einem Becken verletzen kann. So Schwimmbad-Type-Beat, aber auch ein bisschen weiter hergeholt, finde ich. Er wird Pflaster gleich sehen, dann er wird's raffen. Auch sehr weit. Ach, hier Pflaster, Bro. Gips und Pflaster. Alright, boom. Bro, Schlange 4. Okay. Schlange 4, okay, interessant. Okay. Schlange 4 auch. 4 ist B. Ja. Ich hätte erstmal jetzt gedacht, wir haben 2 Tiere drin. Affe und Delfin, halt Schlange sind Tier, lala. Aber ich glaube, er will darauf hinaus, dass Schlangen, ja, sind die, ist das aus, haben Schlangen wieder? Gürtel? Python halt natürlich, ne, Python, gehe ich direkt rein, passt. Was ist eine Galge? Was sind Galgen? Oh mein Gott. Das ist so geil, wenn man gegen Minecraft da spielt, Marine, ne? Die wissen so normale Dinge vom Leben nicht. Marine ist. Die kennen nur Minecraft, Bro. Wenn da so Obsidian oder so Obsidian 3 kommt, wissen die, was die anklicken müssen. Ach, bei Schlange fucking Schlange ist, sind die überfordert. Ja, genau, okay, keine Ahnung. Sekretär, eine Schlange, weil alle zum Sekretär wollen. Digga, das ist wild. Das ist Digga, gebe ich dir 10 Euro. Echt jetzt? Ja. Bro, das ist so... Bro, er klickt drauf. Digga, 10 ja. Euro! 10 Euro! Digga, er klickt drauf. Oh, shit, Mann! Junge macht das doch als letztes einfach, Alter. Er macht direkt. Ich war sogar ein bisschen überzeugt davon. Das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn wir jetzt gewinnen, wäre es voll unfair. Nein, chill. Nee. Bloons TD 6-4. Digga, wie specific auch. Bloons TD 6. Okay, also. Es ist auf jeden Fall. Basti will auf jeden Fall Affe haben. Affe, weil. Das sind ja diese Affen. Dann, ich könnte mir vorstellen, er will von mir Laser haben, weil es gibt diesen Superaffen, der hat Laserkanone. So, was noch, Digga? Boah, die beiden ist easy, aber danach wird's schwierig. Ich könnte mir vorstellen, Marine, weil es diese U-Boote gibt. 6 wegen Würfel, Bro, wenn er das macht. Ich noch eine Oase, weil vielleicht eine Map so ist, aber das ist ein bisschen random. Du meinst jetzt nicht mit 6, dass irgendwas 6 Buchstaben hat, ne? Weil das wäre verboten. Nee, so. Okay. Ich wollte nur double checken, weil du es ja zum ersten Mal zockst. Okay, fuck, werden 6 Seiten? Das ist jetzt ein zu krasser Hinweis. Ich gehe auf jeden Fall schon mal mit Affe. Ah, jetzt wird's schwer. Ich brauche noch 2 weitere. Also ich denke, ehrlich gesagt, Marine ist es. Ja. Boah. Okay, schon mal big. Ich überlege, ob ich jetzt einen Saver mache, bevor ich irgendwas Falsches mache. Ich überlege, ob es vielleicht Feder ist, weil ich glaube, die werfen Pfeile, diese ersten Atzen. Und dann könnte es Feder sein. Das wäre was, woran Basti denkt. Aber ich weiß nicht, ob er das meint. Nee. Das ist zu weit. Bro, ich gehe für Feder. Es wird nicht... Ich glaube, es ist eine 50-50 Chance. Ich gehe für Feder. Ja, fuck. Boah. Alright, aber es ist grau, ist fein, take me. Ich bin gespannt, was das Wort war, Alter. Ich check's gerade gar nicht. Hüfte 3. wild. Hüfte 3. Hüfte 3, Digga. Also, lass mal gucken. Stark. Okay, oh, ich check aber. Er will Becken, er will Tanzschirm. Wir haben schon mal um die Hüfte einen Gürtel. Ja, und Gürtel. Die 3 wieder. Wir haben Tanz, ein Becken, Gürtel, was in der Hüftregion ist. Hüfte 3 ist richtig big. Tanz, 100%ig die 3. Wir haben Hüfte. Boah, es gibt so Tänze. Kennt ihr Shakira? Die macht so Tänze mit ihrer Hüfte. Tanz, maybe. Digga, nur Shakira, macht die, Digga. Kennt ihr Shakira? Die macht so Hüfte mit Tanz. Ja, die hat Patent da drauf. Ach so, okay, sorry, wusste ich nicht. Ja, und ich würde sagen, ja, damit gehe ich, Bro. Gürtel 100%, Becken auch 100% und Tanz weiß ich jetzt gerade nicht. Ist Stegi so ein Shakira-Hörer? Ich habe keine Einschätzung, was Stegi müsste ist. Der Mann macht mich fertig, Chat. Ich weiß nicht, ob Stegi Shakira kennt. Als aber müsste man Shakira-Fan sein für Tanz, Digga.
Okay. Ey, Minecrafter sind different. Ich kann es nur nochmal wiederholen. Digga, bei Hüfte 3, was soll es sonst sein, Bro? Fucking Oase? Dirigent 2, okay, er will was mit Musik haben. Okay, auf jeden Fall Chor, No-Brainer. Vielleicht Magnet, ich weiß nicht, ob da recht schön Magnet drin ist. Was war das Wort vorher, was passierte? Blunzt die. Wahrscheinlich Tanz, aber ich weiß nicht, bei einem Tanz. Ich hätte er irgendwie Musik 2 genommen, right? Für Tanz. Richtig. Galgen? Nennt man das ein. Ist das ein Galgen, der so von links nach rechts? Nennt man das auch Galgen? Nein. Also Chor ist auf jeden Fall, obvious. Wahrscheinlich will der Galgen von mir, aber ich check mal nochmal ganz kurz. Also ich. Galgen oder Magnet, aber Seite, weiß ich nicht, Oase nicht, Würfel nicht. Haupt, ich weiß nicht, ob Basti so weit denkt, aber vielleicht so Haupt im Sinne von, es ist der Haupttyp vom Chor, aber ein bisschen weit weg, ehrlich gesagt. Oh, Dirigent, das ist halt der Chef, ich nehme nicht einfach random Dirigent für irgendeinen random. Ja, nee, Magnet ist auch zu random, da hätte Magnet und Chor hätte ja auch irgendwas anderes gemacht, oder? Und Haupt irgendwie auch. Ich gehe für Galgen. No fucking was? Way. No fucking way. Alter, okay. Glück. No way. Kevin, weißt du, was ein Galgen ist? Ding ist, was so hin und her schwingt beim Metronom, das machst du auch. Nee, also ein Galgen, da, also an Galgen hängst du dich halt. I know. Die Bedeutung kenne ich. Was wolltest du für, was soll das zweite Wort gewesen sein? Du hattest es richtig gesagt mit Haupt. Ja. Also Dirigent ist Typ, der vorne steht, der Hauptmann. Der Haupt. Ich nehme ja nicht, wenn ich aus dem, ich nehme aus dem Chor die Person, die einzige, die Hauptperson. Ja, ich check. Ey, alles machen wir noch eine Abschluss? Ja, Kevin, ein letzter Call noch. Das wäre halt insane. Ich habe halt extra Bloon City 6 gemacht, wegen 6 Seiten Würfel. Aber wenn du darauf gekommen bist, wäre insane. Aber das wäre dann zu viel, würde ich sagen. Also auch ehrlich? Wenn du's, ja. Ja, das ist würde ich auch sagen, ist too much dann. Deswegen habe ich extra gefragt. Alright, letzte Runde, die alles entscheidende. Alright, good chat, luck. Watch this. Okay, wir sind Team Blau. Ich fange an. Was haben wir? Börse, Winnetou, Bulle. Karte, Drossel. Karte, Hollywood, Dorn. Boah, das checkt der einfach, oder? Ich mach einfach wirklich, wir fangen mal chillig an, Western-Film 2. Wir fangen mal ruhig an dieses Mal. Western-Film. Ich bin noch dran, ja, bin ich. Ja. So, checkt der. Ist ein No-Brainer. Auf jeden Fall. Ist ein No-Brainer. Ja, wir haben auf jeden Fall Winnetou. Den. Nice. Ich habe überlegt, ob jetzt vielleicht direkt noch Schuh steht für Schuh des Winnetou. Aber ich nehme erstmal Winnetou. Also was mir halt bei Filmen direkt ins Auge sticht, ist halt Hollywood. Warte, Kevin muss damit rechnen, wenn er halt... Ja, Film muss... Er schreibt halt Western für Winnetou und Film ist halt Hollywood. So, ich will nur halt jetzt keinen Fehler machen. Karte, Wirtschaft, Börse, Dorn. Also ich sag Hollywood, also Bro, bei aller Liebe. Danke. Nice. Dorn und Drossel könnte man irgendwie sowas machen wie Quälen 2 oder so. Schmerz 2, Dorn und Drossel. Aber es ist ein bisschen wenig. Ich will eigentlich eine Dreier haben. Ich meine, Börse kann auch eine Verletzung sein. Um full honest zu sein. Ticketverkauf könnte man halt machen. Ticket wegen Karte, Börse wegen Handel, Stelle wegen Verkaufsstelle. Aber es könnte auch Kunde sein. Ist mega random, I guess. Poker 1, Digga. Bro, Lil Bro ist komplett verzweifelt. What the fuck? Ich will bestimmt sagen, was es nicht ist. Okay, ich glaube, das kann eine interessante Runde werden. Ich bin auch gespannt. Digga, ich poker jetzt halt rein und nehm Bulle. Oh mein Gott. Okay, was jetzt? Geil für uns, aber ist auch Abfuck. Alright, Kevin, nutzt das zu deinem Vorteil. Ja, dann spielen wir safe runter, right? Safe runterspielen, Schmerz 2. Oder mache ich Verletzung, ist bisschen eindeutiger. Oder ich versuche, ich gehe für Ticketverkauf. Boah, wenn er das holt, Bro, wäre big. Ich meine, wir können's tryen. Wir sind ein bisschen ahead. Wenn du ein Ticket kaufst, ist das eine Karte. Ja, wenn big. Ich das kaufe, bin ich ein Kunde. Nein, aber nein! Das war mein Fehler. Scheiße, Kunde hätte ich wissen müssen. Könnte. Ja, aber das war auch. Dornch, also ich mache auf jeden Fall erstmal eine Karte, die gekauft wird. Oh, dann nimm den Kunden jetzt. Nein. Ja, aber my bad, der geht auf mich. Ich glaube, ja, safe. Deswegen hast du Verkauf und nicht Kauf. Gastronomie 2, ja, lokale Wirtschaft. Hab's falsch geschrieben, glaube ich. Oder hab ich? Nee, ist richtig, Bro. Okay, ich dachte. Bro, wie ist die gar so weird? Wie soll man Gastronomie anders schreiben? Wo dachte er, ist der Fehler? Ich weiß aber nicht, ob. Ja, ich gehe erstmal für Verletzung 2 auf safe. Verletzung 2, Lil Bro macht das. Wirtschaft irgendwie, also das ist für mich auch nochmal. Verkauf irgendwie eine Verletzung, 2 Stück. Kuhle, Teufel, sein. Orange, Säule, Regal. Also ich verletze mich an einem Dorn. Ja, Schlag. Boah, sorry, ich glaube, ich bin ein bisschen am Choken gerade, weil ich voll beim Ticketverkauf mir nicht vorstellen könnte, dass du wie beim Western-Film, Western Winnetou und Film Hollywood,
bei Ticketverkauf, Ticketkarte und Verkauf Börse gehen möchtest. Doch, Bro. Und Verletzung ist für mich auf jeden Fall ein Dorn. Aber ich bin am überlegen, ob ich von der vorherigen Runde jetzt noch Börse mit dazu nehme. Junge, my man, my fucking man. Ist eine Börse auch eine Verletzung. Er holt das, Chat. Drossel ist ein Vogel. Das hat nichts damit zu tun. Bach ist ein Fluss. Oh, könntest du maximal Gott, irgendwie, Digga. Weiß nicht. Ey, Junge, Dirk, er geht auf Vogel, Bro. Stärke. Er kommt mir mit Vogel, Junge. Für mich jetzt nichts. Verletzung ist was Negatives, was ich auf jeden Fall mit dem Teufel, wenn maximal noch Gott, Digga, verbinde. Ich nehme jetzt erstmal Dawn. Ich überlege, ob ich jetzt die Börse nehme. Einfach noch wegen Verkauf. Ja, nimm bitte die Börse erstmal. Und auf der Börse wird eben viel verkauft. Ich bin über 12 Stunden, aber ich glaube, ich. Okay, geil. Er hat jetzt Börse genommen. Wir brauchen jetzt von Basti. Okay, ich hoffe erstmal, dass auf jeden Fall. Drossel, Junge. Ich hoffe, dass es jetzt halt das ist, was ich dachte, dass Börse halt wirklich zum Ticketverkauf gehört. Ja. Dann ist halt wirklich die Frage. Come on. Kevin, bitte nicht Verletzungen. Drossel, Junge. Jemanden drosseln, Bro. What the fuck, Mann? Ich glaube, ich chill erstmal. Ich mach Vogelkind. Vogel, was ist denn anders für Baby, Bro? Oh, Vogelnest 3, Junge. Oh mein Gott, das ist es. Stelle das Nest. Baby. Nee, da kommt ja nicht mehr drauf, oder? Ich glaube, ich habe das Gefühl, dann lieber irgendwie dann ein Schal oder so, weil es so wie eine Schale ist. Ja, oder? Schreiben wir Vogelnest 3. Vogelnest 3 wäre krass. Alright, Löwe 2. Was will er mit Löwe 2? Digga, ich weiß nicht mal, was er meint und ich sehe die Wörter, Bro. Die Stärke. Ich sehe die Wörter. Was will er? Das ist schon mal klar. Stärke? Gleichzeitig ist, finde ich, auch ein Löwe ein bisschen orange. Digga, wegen Sternzeichen? König der Löwen? Sternzeichen. Ach so. Boah, ich gehe für Vogelnest 3 gleich. Ne? August ist gleich der Löwe. Boah, als ob er darauf kommt. Boah, da habe ich keine Ahnung, weil ich kenne keine Sternzeichen. Fuck. Holy shit, aber big, dass er überhaupt drauf kommt. What the fuck? Ich mache die Stärke. Ja, ohne dass ich sehe, was es ist, hätte ich niemals. Ich mache August. Ich weiß auch nicht, ob das der Löwe ist. Niemals aufgekommen. Crazy. Okay, Digga. Geil. Okay, es ist nicht Geburtstag dann. Dann ist es eigentlich nicht Geburtstag, weil das hättest du davor schon kombiniert. Dann hättest du nicht vorhin eins gemacht, hättest du Datum gemacht oder so oder irgendwie sowas. Dann mach ich jetzt was richtig Abgefucktes, was nicht zu nichts passt. Jetzt Bach, pass auf. Bach, Wir fahren nur noch zwei. Okay, am geilsten wäre, wenn er Stelle nimmt. Wenn er Stelle nimmt, ist GG. Der Bach ist schwierig für dich zu kombinieren. Deswegen nehme ich, Digga, ich weiß es nicht. Ich soll vielleicht nicht pokern, ich nehme das Quadrat. Ich klicke jetzt auf. Oh mein Gott! Casino. Ja, Digga, ich mache jetzt Casino. Oh also, ich will halt, mein Gott! Der Typ hatte gerade richtig Probleme, glaube ich, gehabt. Quadrat. Digga, what? Holy shit. Okay. Lass mich jetzt nicht im Stich. Okay, Kevin, wir müssen jetzt Vogelnest 3. Wir müssen jetzt zaubern. Let him cook. Bitte, Bro, wir brauchen. Du weißt aber, was meine Gedanken bei der letzten Runde so ein bisschen waren. Vogelnest. Bitte, Bro. Hast du mir auf jeden Fall zugehört. Sonst haben wir verloren. Wenn ihr das nicht holt, ist over. Du weißt, dass die Drossel ein Vogel ist. Boom. Und Vogelnest sind Babys. Easy. Und jetzt die Stelle, Bro. Bitte komm auf die Stelle. Also Drossel. Bitte komm auf die Stelle. Im Vogelnest sind für mich eigentlich Babys und ein Vogelnest sieht ein bisschen aus wie eine Schale. Nein, ich wusste es, nein. Nein, ich wusste es, ich hab's gesagt. Und Vogelnest ist auch orange. Nein, was zum Fick, Junge. Digga, wenn er die Schale nimmt, lösche ich mich. Vogelnest ist am Baumstamm, könnte eine Art Säule sein. Digga, das jetzt schwör's wild. Raus. Also Leute, jetzt bin ich Regal raus. Ist raus. Er kommt mir Regal mit Säule, Digga. Ich muss halt gamblen, Kevin. Das tut mir ein bisschen leid, wenn ich das jetzt hier dingse. Er hat Stelle dich auf. Ich hab halt davor irgendwo einen Fehler gemacht. Wenn er wenigstens nicht die Schale nimmt, Bro, dann besteht Hoffnung. Ich sage, es ist die Schale. Es sieht aus nein, wie eine Schale. Nein! Hä? Ich hätte gedacht, wir haben hundertprozentig verloren. Ich hatte es hundertprozentig die Schale. Digga, wie hast du das erraten? Mit Drossel. Die Drossel war die Verletzung, oder Drosseln? Bro, wegen Drosseln, Basti. Ja. Verletzung. Ja. Und Stelle ist wegen Ticketverkauf die Verkaufsstelle, dachte ich. Und eine Stelle, also das war die einzige Chance, wir mussten jetzt risky gehen am Ende. Stelle dachte ich halt, Vogelnest ist die Stelle, you know? Drossel ist für mich nur mit Vogel verbunden. Aber Drosseln, ich hätte es mir sofort gedacht. Ich dachte mir jetzt, was soll ich einen Tipp geben, Digga? So Bock gemacht, hätte ich nicht gedacht, wirklich. Ja, war krass. Unfassbar cooler Stream, danke auf jeden Fall für die Challenge, Jungs. Ich wünsche euch einen wundervollen...